Hallo zu diesem Schreibgestöber. Es ist Samstag, der 20.04. und ich lege heute einen nach Möglichkeit reinen Manuskripttag ein. Ja, ich habe mir das fest vorgenommen. Und um dieses feste Vorhaben richtig gut umzusetzen, damit ich auch gleich was zu futtern habe, habe ich was vorbereitet. Und zwar habe ich Sommerrollen vorbereitet. Und eine leckere Erdnuss-Sesamsoße. Dip-Gedöns. Und das werde ich jetzt nebenher schnabulieren, während ich am Manuskript arbeiten werde. Und so ein Sommerrollenrezept gibt es auch demnächst auf Patreon. Weil ich da ein Rezept oder mehrere Rezepte hochladen werde bezüglich Snacks für die Recherche. Und was meine Protagonisten können, können wir auch. Das heißt, Snacks fürs Arbeiten, Snacks für die Recherche, das werden wir uns jetzt halt auch gönnen. Und habe da ganz viele Sachen schon vorbereitet und schon ganz viele Fotos gemacht. Und das kommt, Sekunde, im Juli kommt das online. Für Mai und Juni habe ich auch schon Sachen vorbereitet, beziehungsweise eine Sache muss ich jetzt das Wochenende noch vorbereiten. Ich bin komplett im Zeitplan und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das dieses Jahr so gut schaffe. Also ganz viel Stuff, Vorabinformationen und überhaupt gibt es auf Patreon, Link in der Beschreibung. Und ja, ich würde mal sagen, auf geht's, ab ins Manuskript. Einen wunderschönen guten Tag an diesem Sonntag, oder eher gesagt guten Morgen. Ich habe gestern wirklich 10 Stunden im Manuskript gehockt, also wirklich gehockt, intensiv. Viel angepasst, ein bisschen was umgeschrieben, Kapitel hinzugefügt, Sachen runtergemacht, Kapitel geplant, Kapitel geplottet, da mussten noch 1, 2 mit rein. Damit das Ganze einfach rund ist. Und, alter Lachs, es war gestern echt ein sehr krasser Tag. Ich bin froh gewesen, dass ich mir im Vorhinein Sommerrollen gemacht habe. Die habe ich dann während der Arbeit die ganze Zeit gesnackt. Und erst als ich dann irgendwie abends um 21 Uhr aufgehört habe, habe ich mir dann was Warmes zu essen gemacht. Und die Sommerrollen haben mich super durch den Tag gebracht. Das gleiche werde ich jetzt auch machen, weil ich werde jetzt leckere Sandwiches machen. Und werde mir die an den PC stellen und werde gleich zurück ins Manuskript gehen. Weil ich einfach übelst im Flow bin. Und ich kann euch leider den Schreibtisch gerade nicht zeigen, weil ihr sonst ganz krass gespoilert werdet, weil ich hier 3000 Zettel liegen habe mit Notizen und dies und das und hin und her, mit dem Plot der 2 Kapitel, die jetzt nach heute vielleicht geschrieben werden müssen. Und da ich gerade halt alles so richtig krass im Überblick habe, geht es halt einfach direkt wieder ins Manuskript. Boah, das Wochenende ist so geil, das tut gerade so gut, einfach mal wieder voll reinzusuchten. Ich weiß aber auch, dass diese 10 Stunden dran arbeiten halt eigentlich gar nicht so gut sind und ich mich echt dran gewöhnen sollte. Jeden Tag so ein bisschen. Das kann ich zwischendurch auch. Also ich habe halt auch die ersten Kapitel habe ich wieder abends vorm Schlafengehen dann einfach überarbeitet. Diese intensiven Tage tun mir halt einfach richtig gut, weil ich halt einfach übelst krass hyperfokussen kann und dann sind mal eben 10 Stunden um, ne? Und es ist halt so geil. Und die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört im Übrigen, sind das hier. Ich bin aktuell ziemlich hart am Spirit City suchten. Das ist so ein Pomodoro-Game, wie man schon sieht. Und rechts ist so ein Timer, ich habe so einen kleinen Spirit an meiner Seite, ich kann das gestalten und das habe ich gestern den ganzen Tag offen gehabt. Und jetzt geht die Kamera alle, also das ist der Akku. Da musste ich jetzt mal ganz, ganz fix kurz den Akku wechseln. Ich wusste, dass er schon kurz vorm Exodus ist, aber ich wollte es trotzdem machen. Ja, also Ende vom Lied, ich werde jetzt Sandwiches machen. Habe mir einige leckere Sachen dafür geholt und werde jetzt übelst hart die geilsten Sandwiches Ego West basteln. Und dann geht es zurück ins Manuskript. Ich bin unglaublich gespannt. Ich habe gestern so viel gemacht in dem Teil. Es tat so gut, es war so krass. Zusammenhänge und alles. Ich hatte ja das letzte Mal so eine Überarbeitungs-Neuschreibphase teilweise gehabt, weil es ja noch das alte Manuskript war. Ich setze mich mal, ich habe noch nichts gefrühstückt. Weil das ja noch das ganz alte Manuskript war von 2020. Und dementsprechend war noch das komplett alte Wording mit drin, was vor dem Lektorat war. Es waren viele Sachen, die ich abgeändert habe nach dem Lektorat und.
Und das musste ich jetzt erstmal alles in eine richtige Richtung biegen. Und jetzt in der zweiten Durchlauf ist es so, dass ich halt alles nochmal mehr begradige. Und wenn ich den durch habe, lese ich es wahrscheinlich noch einmal und dann geht es endlich zu den Testlesern. So, und weil ich das jetzt gesagt habe, ich habe gestern meine Testleser dann auch schon angeschrieben. Ich warte jetzt nur darauf, dass irgendwas passiert, dass ich mich nicht mehr reinfuchsen kann, weil das ist irgendwie in diesem Jahr immer so. Jedes Mal, wenn ich sage, boah, jetzt gehe ich ins Manuskript, passiert irgendwas, dass ich es doch nicht tun kann. Ja, drückt mir die Daumen, dass ich im nächsten Tag euch berichten kann, dass ich im Manuskript gewesen bin und ich jetzt Sandwiches machen. Weil arbeiten ist cool. Aber was zu essen nebenbei haben ist auch cool, weil sonst weiß ich, dass ich gleich den ganzen Tag nichts essen werde. Also dann, let's go! Hallo an diesem Sonntagabend. Ich glaube, ihr seht es mir an. Ich sehe unglaublich müde aus. Ich habe heute einfach wieder den gesamten Tag am Manuskript gesessen. Habe die Sachen umgeschrieben, die jetzt halt noch fehlen. Ich hatte halt irgendwie bis gestern so das halbe Buch fertig und habe schon Sachen vorbereitet, die ich dann heute machen musste. Das habe ich dann heute alles getan und war dann gegen 19 Uhr soweit durch mit der Runde und habe dann einfach alles in eine Word-Datei exportiert und habe dann nach dem Essen, erstmal Essen gemacht, angefangen, mir das Ganze von Word nochmal vorzulesen. Weil, wenn man sich von Word vorlesen lässt, merkt man, wenn Sätze komisch klingen, wenn irgendwelche Wörter nicht richtig geschrieben wurden oder ähnliches, also solche Kleinigkeiten, höre ich zumindest für mich extrem gut noch aus dem Text raus. Auch wenn dieses Word-Zuhören für mich extrem anstrengend ist, weil ich auch keine Hörbücher hören kann, weil meine Gedanken sofort abdriften. Aber damit habe ich von angefangen bis zu einer ganz bestimmten Stelle, wo ein guter Cut-Punkt ist. Und mache da jetzt die nächsten 2 Tage weiter. Ich habe die Woche Spätdienst. Das heißt, ich muss bis 18 Uhr arbeiten. Ich bin mal gespannt, wie gut ich da vorankomme. Aber ich hoffe, dass ich das spätestens dann in 2 Tagen dann komplett durch habe. Und ich habe gerade meine Testlesenden schon angeteased und nachgehorcht. Plus noch eine weitere testlesende Person hinzugefügt, die ich vor ein paar Wochen schon gefragt hatte. Aber es ist ja, wie es ist, jedes Mal aufs Neue. Irgendwas kommt dazwischen. Ich bin so froh, dass ich dieses Wochenende einfach so krass gerockt hatte, auch wenn es ein unglaublich anstrengendes Wochenende war. Also es war körperlich überhaupt nicht anstrengend, weil ich körperlich die ganze Zeit gesessen habe und irgendwas gesnackt habe. Aber kopftechnisch war das halt echt, ui. Ich bin müde. Aber glücklich. Dieses Wochenende hat diesem Manuskript einfach so viel gebracht und ich bin so unsagbar kritisch mit mir selbst und dem Text und ich merke die ganze Zeit, wie das Lektorat mich einfach weitergebracht hat, was vieles angeht. Deswegen werde ich jetzt ja die nächsten 2 Tage weitermachen und habe mir auch schon ein paar Fragen notiert, weil meine Testlesenden kriegen immer Fragen, die sie dann halt am Ende beantworten, weil ich auf bestimmte Punkte eingehen möchte im Text, wo ich halt das Feedback mir sehr wichtig ist. So viel dazu. Das Wochenende hat funktioniert. Jetzt geht die nächste Arbeitswoche los und ich hoffe so, so sehr, dass ich das schaffe, weiterzumachen. Ansonsten nächstes Wochenende spätestens. Aber ich hoffe einfach, dass ich da jetzt die nächsten Tage dran komme und es die nächsten Tage schaffe. Gut, damit euch noch einen schönen Tag. Ich falle jetzt tot ins Bett. Was ist das Wort? Tschüss. Hallo. Ihr ist ein sehr, sehr, sehr müdes Zefi. Ich bin fertig. Ich habe jetzt die letzten Tage, wir haben jetzt Donnerstagabend und ich habe Montag nichts hingekriegt. Dienstag, Mittwoch und heute habe ich dran gesessen und habe mir die Datei noch ein letztes Mal angehört. Ich mache das ja immer so, dass ich über Word mir den Text nochmal vorlesen lasse, was super gut ist, um Sätze, die komisch geschrieben sind, rauszuhören, dass man sich denkt, so, dass irgendwas nicht richtig. Wenn man Wörter vergessen hat, wenn man Wörter nicht richtig geschrieben hat und so, das wird dir von Word alles wunderbar vorgelesen und das habe ich jetzt die letzten Tage gemacht, bin alle Kapitel durchgegangen. Und habe gerade auch, während ich das durchgehört habe, habe ich gleichzeitig auch wieder Fragen aufgeschrieben. Und ich darf verkünden, an diesem 25.04.2024 habe ich mein Manuskript endlich
an meine Testlesenden weitergegeben. Ich bitte um Applaus. Es hat lange genug gedauert. Ach ja, auch wenn ich mich immer wiederhole und es immer wieder sage und es mir auch wahrscheinlich einfach selbst immer wieder erklären will und muss, es ist, wie es ist. Ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Akkukapazität und der viel wichtigere Punkt dabei ist einfach die Tatsache, dass ich einfach Vollzeit arbeite und dieser Job zwischenzeitlich auch einfach anstrengend ist, je nachdem, wie viel Kapazität am Tag los ist. Und ich glaube, ich sehe einfach richtig krass geschafft aus, weil ich die letzten Tage halt nebst der Arbeit halt abends noch richtig so 2, 3, 4 Stunden am Manuskript geballert habe, weil ich den Text halt nicht langsamer mir, also nicht schneller mir vorlesen lassen kann, weil ich sonst einfach keine Konzentration habe. Ich habe eh Probleme, Hörbücher zu hören, weil meine Gedanken extrem schnell abdriften, weswegen mir dieses von Word vorlesen lassen eine richtig krasse Konzentrationsaufgabe ist, wo ich nichts nebenbei machen darf, wo ich mich nur auf den Text fokussieren muss, weil sonst ist mein Gedankengang weg. So, was kommt jetzt? Ich habe die Tage einmal einen Anflug von Kurzgeschichte geschrieben und zwar geht es um eine Sache um Matt. Also da könnte es sein, dass dann eine weitere Geschichte aus Matts Sicht irgendwann mal erscheint. Ich habe da ja noch eine andere Kurzgeschichte aus Matts Sicht, die ich gerne mal schreiben wollen würde, aus dem ersten Band. Aber eine viel andere Sache, die mir jetzt die letzten Tage aufgefallen ist, die ich dann halt jetzt dann doch mal angehen könnte. Und wo ich vorhin festgestellt habe, dass Vergangenheits-Zefi fleißig war und schon einen ganz, ganz groben Plot gepackt hatte, ist eine Novelle zu dieser Reihe, also eine Novelle aus dem, ich nenne es jetzt mal liebevoll Hopdiverse, so habe ich das heute auf Threads auch genannt, ich finde das sehr cool. Und zwar taucht in Band 2 ein Charakter auf, den ich sehr, sehr liebe. Und ich weiß noch nicht, ob man das merkt, wenn dieser Charakter auftaucht, dass ich ihn vergöttere. Und dieser Charakter kriegt eine eigene kleine Novelle, wo sie ihre Geschichte erzählt. Und zwar beginnt diese Novelle, dass sie an einem Ort ist, bei einem anderen Charakter, den ihr in der Hopda-Reihe erst in Band 4 kennenlernt, die aber eine eigene, wahrscheinlich Trilogie oder Dilogie kriegen wird, die parallel mit den Ereignissen in Sanderbury spielen. Und das ist alles halt miteinander verflochten. Das heißt, diese Novelle beginnt an einer Position, wo sie einem anderen Charakter etwas beibringt. Und das Bonuskapitel in dieser Novelle wird sein, wenn sie zu dem Einsatz gerufen wird in Band 2. Ich liebe sowas. Ich liebe solche Verknüpfungen. Und ich freue mich, wenn dieses Universum irgendwann einmal so weit fortgeschritten ist, dass die Leute, wenn sie das lesen und die anderen Bücher lesen, diese Verknüpfungen mitbekommen. Wie dass die Protagonisten in Band 4 an einer Situation nicht viel tun können. Diese Situation dann aber in dieser Sonderreihe besser gezeigt wird, weil die Protagonistin dieser Sonderreihe mittendrin ist. Ja, aktuell plane ich ja ungefähr 10 Bücher, halt die Pentalogie, die Trilo, beziehungsweise, also aktuell ist es als Trilogie geplant, vielleicht kriege ich es auch als Dilogie zusammengeschrumpft, der anderen Reihe und die Novelle und ein Kurzgeschichtenband. Weil ich beispielsweise auch ganz viele Geschichten gerne mal aus anderen Sichten schreiben würde. Ich würde gerne die Situation aus Band 1 gerne aus Matts Sicht sehen, und also schreiben. Und zwar die Situation, wo er im Prinzip Noelle hinterher spioniert. Also, das würde ich ja gerne aus seiner Sicht sehen, weil er ja ihr wirklich ein paar Tage mit seinen Fähigkeiten und alles hinterher spioniert. Genauso mit dem Traum, den ich jetzt aufgeschrieben habe, der mir schon ein paar Tage etwas im Kopf rumgeschwirrt hatte, den ich dann halt einfach niederschreiben würde und auch als Kurzgeschichte veröffentlichen würde. Ich habe beispielsweise auch auf meiner Liste stehen, ein Tag aus Raffis Sicht. Also was ist so ein typischer Tag im Midnight Mist? Was macht Raffi da? Was geht da so ab? Oder auch Band 1, dass einfach mal die Situation,
als sich Kiel verpisst, aus Glänzsicht geschrieben wird. Wo ist er in dem Moment, als ihm das Zettelchen erreicht? Fischt er sich das aus dem Glas? Ist er duschen? Wie trickst er die anderen aus, dass er sich dann einfach verpissen kann durch sein Portal und zu Kiel und Noyelle findet? Und was sind seine Gedankengänge, als er die beiden aus dem Hotel manövriert, mit dem Kampfstab bewaffnet, immer im Hinterkopf, dass er an diese und diese Position muss, damit Hopper ihn findet? Und das alles. Ich würde das so gerne aus den anderen Sichten der anderen schreiben, weil meine Sichten der Protagonisten sind ja ich sage jetzt mal sehr eingeschränkt. Wir kriegen halt nur das mit, was die halt so erleben. In Band 3 taucht eine Vampirin auf, die ihre eigene Geschichte hat. Und all solche Sachen. Also es sind so viele Sachen, die ich halt da noch gerne zusätzlich schreiben will. Und das wären halt diese ganzen Ideen für diesen Kurzgeschichtenband. Aber die Geschichten der einen Protagonistin, das wird Novelle. Sie erzählt einfach ihre Lebensgeschichte und ich bin unglaublich gespannt, wie ich das umsetze, weil ich werde für diese Lebensgeschichte ein bisschen recherchieren müssen. Ich habe schon einen großen Plan, wo es hingeht. Ich muss mir halt einfach nur nochmal grob Jahreszahlen aufschreiben und kann dann im Prinzip dadurch gezielt recherchieren, zu welcher Jahreszahl sie wo war. So, das war's. Ich habe es endlich geschafft. Oh mein Gott. So, wen habe ich denn hier? Die erste Person hat es auch schon runtergeladen wohl. Ich habe gebeten, einmal mit einem Daumen hoch zu markieren, wenn die Person das alle runtergeladen hat, damit ich Bescheid weiß und ich nicht mehr noch antaggen muss. Die Testlesenden haben jetzt 4 bis 6 Wochen Zeit, weil ich eine böse, böse Autorin bin und mit sowas spontan um die Ecke komme. Ich habe die am Montag angepinkt, so von wegen, ey Leute, ich bin fast fertig, was geht? Weil ich einfach so beschissen bin im Plan, weil mir mein Leben einfach jedes Mal reingrätscht. Es tut mir unsagbar leid, wenn ihr das seht, Leute. Sorry. Deswegen gibt es jetzt einfach mal 4 bis 6 Wochen Zeit. Ich hoffe, das reicht. Deswegen, es gibt ein Best Case und ein letzter Stichtag. Und ich hoffe, das funktioniert dann so. Jetzt werde ich mich höchstwahrscheinlich an diese Novelle setzen und da ein bisschen recherchieren und ein bisschen weiter plotten, weil ich habe nur einen groben Plot. Und dann gibt es natürlich noch das nächste, Band 3. Ich habe Band 3 schon hier teilweise geplottet. Ich habe Band 3 teilweise schon geschrieben bis Kapitel 8. Ich weiß, dass... Wo sind sie denn in Kapitel 8? Bla bla bla. Ah, da sind sie im Masquerade. Okay. Ich weiß, dass es in Kapitel, in Band 3 eine Szenerie geben wird, auf jeden Fall, wo ich bei der Rohfassung damals schon ein bisschen drin geknabbert habe. Meine ganzen Bücher haben ja halt ja auch Content Notes, das ist mir einfach wichtig für Leute, die das Ganze nicht so abhaben können. Das heißt, ich versuche die Kapitel auch so zu drehen dann, gerade in Band 3, dass man dieses eine Kapitel mit dem Content Note nochmal extra versehrt, damit die Leute das gegebenenfalls überspringen können und direkt zum nächsten weitergehen können. Ich will euch da jetzt keine Panik machen. Aber ich habe auf jeden Fall so viele Notizen für diesen dritten Band jetzt hier in meiner Notizenliste, dass ich diesen Plot nochmal durchforsten muss und gucke, ob das jetzt alles so passt. Das Problem hatte ich ja mit Band 2 auch. Ich hatte Band 2 ja schon angefangen damals zu schreiben, genauso wie ich kurz danach Band 3 geschrieben habe. Und musste dann nach dem Lektorat in Band 2 so viel abändern und so viel korrigieren, und so viel umschreiben, also Neuschreiben hätte fast mehr gebracht, aber ich hatte keine Lust, 40.000 Wörter neu zu schreiben. Das ist bei Band 3 nicht der Fall. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Wie ist der aktuelle Word Count bei Band 3? Geben Sie mir einen Moment, ich kann klicken. Ich hoffe, ich kann das noch öffnen. Das ist ja niedlich. Also der aktuell cute Word Count bei Band 3 sind 13.561 Wörter. Das werde ich höchstwahrscheinlich einmal abreißen, neu aufbauen. Das macht mehr Sinn. Aber da bin ich. Das war's. Es sind jetzt noch ein paar Tage. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch das andere Manuskript, also dass ich das andere schon mal geplottet kriege oder umgeplottet kriege. Margot ist morgen hier mit dem Hund und dann für 2,5 Wochen. Ich bin durch. Ich kann das gar nicht glauben. Ich bin durch.
So, ich gönne mir jetzt aber richtig harten Feierabend. Euch sag mal, wir sehen uns vielleicht bis zum nächsten Take. Ansonsten danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen und ein Abonnement da. Wir sehen uns im nächsten Schreibgestöber. Guten Morgen. Es ist der 28.04. und ich habe gestern im Stream einfach mal die Bilder für den AutorInnen-Sonntag für dieses Jahr komplett durch aufgenommen. Also Fotos gemacht und alles. Jetzt muss ich natürlich noch die Beiträge schreiben und das Ganze, das werde ich jetzt gleich im Stream machen. Ihr merkt schon, ich co-worke aktuell wieder öfters häufiger auf Twitch. Und das werde ich jetzt gleich tätigen, um da so ein bisschen voranzukommen, um das Ganze vorzuplanen. Damit ich halt jetzt nicht in so einem absolutes Tief rutsche, nachdem ich das Buch weggebracht habe zu den Testlesenden, sondern damit es auch da weitergeht. Dazu kommt halt einfach, dass ich noch, also jetzt erstmal die Social Media Planung machen möchte, damit das jetzt wieder alles in sicheren Schuhen ist, weil da läuft halt gerade sehr viel aus, weswegen ich da jetzt hinterher sein muss. Es war ja dieses, okay, nachdem das Manuskript bei den Testlesenden ist, dann darf ich das wieder machen, dann läuft auch da nichts mehr aus. Und dann, wenn das wieder steht, dann setze ich mich direkt dran, die Novelle zu planen, beziehungsweise genauer zu, zu plotten. Ich habe schon wieder Plotpunkte aufgeschrieben, ich muss das Ganze jetzt halt von grob nach fein aufdröseln, damit es einen ordentlichen Plotstrang gibt. Muss geschichtlich halt auch noch einiges recherchieren, weil das so ein bisschen in der Vergangenheit liegt stellenweise. Und das ist soweit mein Plan. Ja, mal gucken, wie viel ich da noch schaffe bis nächste Woche Dienstag. Ich habe ja Montag und Dienstag habe ich frei. Aber ich weiß nicht, wie viel ich da schaffe, weil ich da einen wichtigen Termin habe. Was da genau passiert, das erfahrt ihr in dem anderen Vlog. Und let's go, ab zum Coworking. Hallo, hier ist die Zefi aus dem Schnitt. Es ist der 30. Ich bin gerade das Video am Cutten, damit ich das morgen pünktlich raushauen kann. Und gerade festgestellt, dass der letzte Take auch der letzte war, den ich fertig gemacht hatte. Ich habe die Social Media Planung dann noch gemacht. Das war dann für ein paar Monate. Ich habe jetzt bei Instagram habe ich die Funktion, dass ich im Instagram selber Sachen vorplanen kann. Das Ganze geht nur für 4 Wochen, aber ich habe jetzt einfach mal die Beiträge für die SUB-Vorstellung und den AutorInnen-Sonntag für die nächsten 4 Wochen vorgeplant. Das funktioniert scheinbar auch ganz gut und werde jetzt heute nochmal einen kleinen Beitrag für den 1. Mai vorplanen. Für die Leute, die nicht auf Patreon sind, könnt ihr mal zurückgucken auf Instagram. Da ist am 1. Mai ein Beitrag erschienen, der sehr schön ist. Also beziehungsweise er zeigt was sehr Schönes. Ich zeige einfach im nächsten Schreibgestöger, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, das, was ich meine. Ich schreibe es mir gleich mal auf die Liste. Und das war's dann. Das war diese 2 Wochen. Ich habe es geschafft, das, was ich mir vorgenommen habe. Es passiert selten, aber es ist einfach mal so, dass das auch mal hinhauen muss. Ansonsten sieht man da einen sehr... Sekunde. Ein Hund, der hat nicht das... Also dem Genick geht's gut. Der ist einfach nur, der liebt diesen Sessel und der verteidigt ihn auch mittlerweile so ein bisschen mit Ehrgeiz. Django. Django. Nee, er hat keinen Bock. Gut. Dann würde ich sagen, euch noch einen schönen, entspannten Tag. Viel Spaß euch soweit. Wir sehen uns im nächsten Schreibgestöber und bis dahin. Tschüss.